Willkommen zurück zu einer neuen Folge Witcher. Ich habe jetzt offscreen einfach mal mich darum gekümmert, dass ich auf diesen scheiß Ding rauskomme. Und jetzt muss ich jemanden für den Typen, der mich da reingeschickt hat. Da habe ich eigentlich noch keine große Lust. Mal gucken, was das wird. Geh bitte einfach in Ruhe. Hier raus. Oh. Sag mir, nee, ich muss doch noch mal in die Kloake. Ich verarschen. Hat mir nicht. Hat mir nicht. Angezeigt. Dann gehe ich wieder raus. Gleich. Killers Brief erhält sicher noch weitere Informationen, das lese ich gleich. Gut, dann können wir mal das. Aber vorher gucken wir mal Briefe. Gellert Haftbefehl von Kalkstein von der Bürgerwehr der Stadt ausgeschickt. Bei Brief. Die Person, die dieses Dokument verzeugt hat, das Recht, sich tagsüber im Hellerfeld aufzuhalten. Prüfung Gellert Bleinheim. Unser Lager im Sumpf arbeitet nicht effizient genug. Wir erhalten nicht genügend Kräuter, um eine kontinuierliche Produktion von Fistech zu gewährleisten. Das muss sich schnellstens ändern. Wäre am besten, wenn wir mehr Leute dort arbeiten ließen. Doch jetzt zu anderen Dingen. Ermögliche ungehinderte Bewegung durch Salamandergebiet. Okay. Achso, ja, das habe ich ja schon gemacht. So. Von Priester. Dann gehen wir jetzt mal zum Händlerviertel. Es regnet und es schüttelt, alles klar. So kann man das auch sehen. Die Sintflut ist über uns gekommen. Oh, Händlerviertel-Tor. Der Mickrige sollte es das... ...bekündigen. Einfach. Diese Gegend ist völlig verkommen, seit sie mit dir. Das nenne ich Regen. Ja, das nenne ich auch Regen. Ein schöner Regen, muss ich schon sagen. Naja, das ist ein ordentlicher Regen. Das ist mein Schatzlein, ich baue wieder Dach. Dein Interesse muss man auch sein. Aber nicht. Also dann kann ich bei dir Ich will ein Hündchen. Jetzt nicht, Alwin. Ihr seid gemein. Ich könnte ihn in den Arm nehmen. Okay. Ich will ein Hündchen. Wir können keinen Hund halten, so wie wir leben. Ihr seid gemein. Ich könnte ihn in den Arm nehmen. Ich will ein Hündchen. Eines Tages bekommst du einen Hund.
Ich verspreche es. Oh, das war irgendein Amt. Ne? Doch eine Tür. Aha. Ja, das klappt nicht los. Aber ich frage mich, warum? Soll ich das machen? Falls ihr euch fragt, warum ich das jetzt offscreen gemacht habe, habe mit dem Kroaten, war da über eine Stunde dran, da rauszukommen. Da hatte ich keine Lust mehr. Deswegen habe ich das alles offscreen gemacht, um euch nicht zu langweilen. Hexer. Wir sehen uns später. Dieser betrügerische Zwerg ist hier. Dann gehen wir jetzt mal zum Freudenhaus. Niemand soll sagen, ich gebe nicht den Hexen. Sag das auch nicht. Mein Garten ist schon gewachsen. Was führt euch hierher? Vergesst es. Oh, klar. Tourist des Ordens. Na, Tür zum Haus der Königin der Nacht. Ja. Ja. Ich würde gern den Abend mit euch verbringen. Mit Vergnügen, Weißhaariger. Aber vorher müsst ihr dem Haus der Nacht eine Spende zukommen lassen. Nur 500 Orens. Wie viel? Können wir uns nicht auf weniger einigen? Nein, aber wir können feilschen. 750 Orens. 500 waren mir lieber. Wie interessant. Was würdet ihr zu 1000 sagen? Alter. Danke. Und jetzt folgt mir. Ich wollte einmal diese Fantasie ausleben. Geduld. Zuerst ein heißes Bad, dann werden eure Träume wahr. Alles klar. Okay. Dem Ritter von den Spuren am Hals des Mädchens berichten. Man muss mit ihr schlafen, damit man noch neue Informationen rauskriegt. Diese Gegend ist völlig verkommen. Ich will nicht nass wie eine Ente werden. Dann fegt doch nicht draußen, während es regnet. Warum die Eile? Ich habe eine Kurtisane mit blauen Augen im Hurenhaus gesehen. So tief würde meine Schwester niemals sinken. Ich habe den Beweis. Ich sah die Bisswunden an ihrem Hals, die ihr beschrieben habt. Wie konnte es nur so weit kommen? Sie muss unter dem Bann des Vampirs stehen, der sie gebissen hat. Vielleicht wurde auch sie verwandelt. Vielleicht. Hexer, ihr müsst helfen. Der Vampir hat eindeutig das Bordell heimgesucht. Ich werde tun, was ich kann.
Ich muss herausfinden, ob jemand im Hotel Gedankenkontrolle auf das Bild schaut. Manchmal wäre ich lieber ein Baum. Dann machen wir das mal. Noch kann ich ja ohne Probleme durch die Gegend rennen. Bald kommen die Monster und die Salamandra. Sollte ich dann weg sein. Geradeaus wie einer, der es sich leisten kann, hier unterhalten zu werden. Tja, für Gold bekommt man heutzutage alles. Wir bedienen nur die Oberschicht, Süßer. Ich mag die mit den blauen Augen. Tja, für Gold bekommt man heutzutage alles. Ich mag die mit den blauen Augen. Viele Kunden heute. Speise. Das werde ich tun. Leibwächter. Wir haben geschlossen. Die Herrin der Nacht empfängt nicht jeden. Ich habe etwas für eure Herrin. Ihr habt was, sagt ihr? Dann besucht ein Bordell und macht was damit. Verschwindet! Ich dachte, das hier sei ein Bordell. Das ist das Haus der Nacht. Das beste Bordell in Temerien. Nichts für Vagabunden in zerrissener Lederkluft. Ich habe Gold. Mich bestecht ihr nicht. Okay. Für wen haltet ihr euch? Verpiss! Okay. Soll ich denn da reinkommen? Wir haben Ich aber mit dem nicht laufen. Für Verpiss! Aus von schlechten. Das habe ich auch nicht vor. Ja, besorgt und zeigt Charaktere an, gegen die ihr im Faustkampf antreten könnt. Linksklick zum Angreifen, blockiert Angriff durch Klicken und Halten der rechten Maustaste an. Ich will verdammt sein. Tretet ein. Ich wollte dir Gold geben, du wolltest nicht, also hast du Pech gehabt. Was für ein großes Schwert ihr habt. Was für ein großes. Was für ein großes Schwert ihr habt. Na, Herrin der Nacht. Wie unhöflich, uneingeladen hereinzuplatzen. Ich bin geschäftlich hier. Und dann antwortet er nicht einmal. Der Geralt von Riva, den ich kenne, war ein höflicher Hexer. Verzeiht, aber ich habe mein Gedächtnis verloren. Ich weiß, Hexer. Ich verfolge eure Taten schon geraume Zeit. Woher dieses Interesse? Mein Liebster, den ich nie vergessen habe, nannte euch seinen Freund. Er starb, als er euch gegen einen mächtigen Feind beistand, vor langer Zeit. Was führt euch hierher? Ihr habt von alten Zeiten gesprochen. Könnt ihr mir von eurem Mann erzählen? Er war kein Mensch. Dennoch wart ihr sein Freund. Regis schaute gern zu tief ins Glas. Daher trennten wir uns. Seine Sucht brachte ihn fast um. Wütende Bauern haben ihn angegriffen. Nachdem er sich erholt hatte, führte er ein einsames Leben, bis er euch begegnete.
Leider erinnere ich mich an nichts. Grämt euch nicht. Mich tröstet, dass er Freunde hatte, als er starb. Echte Freunde. Okay. Ich würde gerne eine Nacht mit diesen Schönheiten verbringen. Dann vergesst, dass ihr ein Hexer seid und seid ein Freund. Verzeiht. Aber das verstehe ich nicht. Habt Geduld. Mit der Zeit werdet ihr verstehen. Okay. Wer seid ihr? Die Königin der Nacht. Ich lasse die Träume meiner Freier wahr werden. Stelle sie zufrieden. Und leert ihnen die Geldsäckel. Ich erfülle ihre Träume. Wenn auch nur für einen kurzen Moment. Und Träume sind unendlich kostbar. Oh, so, jetzt spreche ich so auf das Thema an. In diesem Gebäude haust ein Vampir. Die Male am Hals eines der Mädchen. Ich kenne etliche gewöhnliche Tiere, die solche Bisswunden hinterlassen. Des Mädchens Bruder glaubt, es würde niemals freiwillig in einem Bordell arbeiten. Er glaubt, es muss verzaubert sein. Und ihr glaubt das? Seid nicht naiv. Das Mädchen lebt hier wie eine Prinzessin. Sie trägt die feinste Seide. Freier verkaufen ihre Häuser, um nur eine Nacht mit ihr zu verbringen. Sie hat Diener und genießt einen Komfort, von dem ihr nicht mal träumen könnt. Ihr Bruder wollte sie einem alten Trottel zur Frau geben. Mit Hämorrhoiden größer als... Lassen wir das. Sie allerdings wollte lieber eine Prinzessin der Nacht sein. Eine ewig verbotene, unendlich süße Frucht. Büsimas Traum. Was redet ihr da? Spürte es, als ich hier Blut trank. Was schaut ihr so? Ja, ich bin der Vampir, der dieses Haus heimsucht. Und doch töte ich niemals. Blut belebt mich, wie Alkohol die Menschen. Wie dem auch sei, ich habe noch keiner Seele etwas zuleide getan. Das ist Unsinn. Wir, meine Töchter und ich, trinken das Blut unserer Freier. Aber wir töten niemals. Sie geben Blut als Bezahlung für unsere Dienste. So hat jeder was davon. Und das Mädchen mit den blauen Augen? Das Mädchen rief mich. In seinen Fantasien. Es sehnte sich nach Freiheit und ewiger Schönheit. Wir sind keine Ungeheuer. Wie wär's mit einem Geschäft? Eine Nacht mit meinen Töchtern im Austausch für Frieden. Dafür, dass ihr die ganze Sache vergesst. Und wenn ich nicht zustimme? Wird jemand sterben. Ihr, ich, das Mädchen mit den blauen Augen. Wäre es richtig, den Tod zu wählen, selbst den eines Vampirs? So, muss ich mal ganz kurz überlegen. Töte ich sie, oder schlafe ich mit dem Mädchen? Hexer tötet Ungeheuer, ne? Hexer töten Ungeheuer. Das ist nichts Persönliches. Betet, dass ihr so tüchtig seid, wie es die Legende behauptet. Ja. Alles klar, gut. Gut, alles klar. Bitte bei euer Leben. Scheiße. Ich nehme Frieden. Ich hab's gesehen, ich nehme Frieden. Da erstmal wieder hinrennen. Niemand soll sagen, ich gebe mich mit Hexen. Hoppala. Waren einfach zu viele. Deswegen konnte ich nichts machen, weil ich dauerhaft betäubt war. Hier auch noch Schluck auf. Ich renne da jetzt einmal schnell durch. Wie traurig, wenn es geht. Hab dich.
Ich will ver... Oh, nee. Oh, da reden wir mal mit dir. Mach das schnell. Wie? Ich bin... Und das... Ich... Oh. Mein... In... Ich... Und ihr... Würde... Und das... Wir... Und das... Wir sind... Und... Würde... Ihr habt gewonnen. Ich wähle Frieden. Oh, kommt, meine Töchter. Es ist an der Zeit, dem Hexer den Ursprung all der Legenden über das Haus der Nacht zu zeigen. Wir wollten ja nur... Verräter. Ich wusste, es ist falsch, einem Hexer zu vertrauen. Warum diese Einmischung? Ich ließ euch beschatten. Ihr habt gemeinsame Sache mit einer Vampirin gemacht und werdet jetzt mit ihr sterben. Macht jetzt keine Dummheit. Hier muss niemand sterben. Die Dummheit habt ihr begangen. Jetzt bekommt ihr eure Strafe. Haltet ein. Ihr habt keine Chance gegen uns. Uns? Meine geliebte Schwester, wir sind hier, um euch zu retten, um diesen bösen Zauber aufzuheben. Es gibt keinen Zauber. Eure Schwester ist aus freien Stücken hier. Sie hatte keine Lust, den Rest ihres Lebens Geschirr zu spülen und für einen senilen Greis die Schenkel zu spreizen. Genug der Lügen. Für die flammende Rose. Angriff! Wartet. Miau. Ja? Sie hat recht. Hier ist kein Zauber im Spiel. Eure Schwester hat eine Wahl getroffen. Hexer, ihr habt euch eben euer eigenes Grab geschaufelt. Hab ich das? Vielleicht habe ich tatsächlich eins ausgehoben. Aber nicht für mich. Angriff! Ich bedauere das. Diese Männer versprachen euch sicher Gold. Ich könnte euch eine Gewinnbeteiligung anbieten. Was jetzt? Jetzt? Das Geschäft wird weiterlaufen. Wir müssen nur die Leichen wegschaffen. Und das Mädchen? Die Kleine tut, was ihr gefällt. Sie soll sich erstmal ausruhen. Es gab also keinen Zauber? Woher soll ich das wissen? Ich habe keinen gewirkt. Zauber sind oft nur schwer von Faszinationen zu unterscheiden. Ich habe Menschen getötet. Dabei sollte ich Ungeheuer töten. Das kleinere Übel, Geralt. Ihr müsst es wählen, um das wahre Böse zu vermeiden, das im Dunkeln lauert. Ja. Mm-mm.
geputzt. Das hat's. Ihr wolltet mich etwas fragen? Nee, das hat ich schon, bevor ich gestorben bin. Zum ersten Mal sah ich das Schwert eines Hexers in Aktion und ich will es nie wiedersehen. Euer Bruder ist tot. Er bekam, was er verdiente. Der Dummkopf hätte fast mein Leben ruiniert. Kein Bedauern? Nein. Ihr wisst ja nichts von dem Horror, den ich durchlebte, bevor ich ihm endlich entkam. Er wird euch nicht mehr quälen. Hab Dank, Hexer. Danke für eure Menschlichkeit. Ja? Was für eine interessante Narbe ihr da am Hals habt. Gefällt sie euch? Ja. Sie verleiht euch Charakter. Betörend. Ich kann euch noch mehr zeigen. Ich würde gern den Abend mit euch verbringen. Mit Vergnügen, Weißhaariger. Aber vorher müsst ihr dem Haus der Nacht eine Spende zukommen lassen. Nur 500 Orens. Und wieder. Das mit Golden Saphirring. Danke. Und jetzt folgt mir. Ich wollte einmal diese Fantasie ausleben. Geduld. Zuerst ein heißes Bad, dann werden eure Träume wahr. Aber so blauäugig ist es gar nicht. Habe ich das? Auf die Uhr. 20 Uhr. Ja, jetzt ein. Vielen Dank fürs Zusehen. Und wenn ihr morgen wieder einschaltet, würden wir bei Witcher 1 Folge Nummer 30. Danke und ciao.